Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern zur Neuheitenvorstellung 2024 am Faller Messestand hier von der Messe in Nürnberg. Ja, das wäre mein Begrüßungssatz für Sie gewesen. Mein momentaner Gesundheitszustand lässt es leider nicht zu, in Nürnberg persönlich anwesend zu sein. Ich bedauere es sehr, denn ich habe mich schon darauf gefreut, Ihnen die Neuheiten von Faller vorstellen zu dürfen. So tausche ich leider die Messehalle gegen einen OP-Saal. Soweit die nicht ganz erfreuliche Nachricht. So bleibt mir nur ein nicht weniger herzliches Hallo, lieber Andreas und Stefan und liebe Modellbahnfreunde aus der Ferne. Die gute Nachricht, ich weiß, ein tolles Team um Medienpartner Nett und Stefan Ebert hinter mir. Ja, und Stefan zögerte keinen Augenblick, meinen Part zu übernehmen. Das verdient meinen größten Respekt. Ich danke dir, Stefan. So, Andreas und Stefan, jetzt legt los. Die Modellbahner warten auf die Faller Neuheiten. In dem Sinne, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal und dann wieder live. Ist versprochen, Ihr Frank Buttig. Ja, lieber Frank, vielen Dank für deine Worte und ich versuche natürlich, dich in bester Manier zu vertreten, allerdings wird es schon echt schwer werden, in deine Fußstapfen zu kommen. Ich habe zwar Schuhgröße 46, aber ich glaube nicht, dass es mir gelingen wird, aber wie gesagt, ich tue mein Bestes und neben mir habe ich hier am Fallerstand ein ganz bekanntes Gesicht. In den letzten Jahren hast du mit ihm gesprochen, jetzt bin ich an der Reihe mit ihm heute, Andreas Braun, hallo. Ja, hallo und hallo alle Modellbauer da draußen. Freut mich, dass wir wieder die Ehre haben, heute nicht mit Frank, sondern mit dir. Aber ich glaube, auch mit Größe 46, du gibst dir Mühe, in die Fußstapfen zu treten. Wir versuchen das. Und wir kommen jetzt von den großen Schuhen 46 auf eine ganz kleine Spur, nämlich Spur N. Ja. Die spielt ja bei euch in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle. So ist es, genau. Wir haben dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum intern bei uns im Haus. Also wir haben jetzt 60 Jahre lang N-Produkte im Sortiment. Und das Programm wächst natürlich jährlich weiter und so auch dieses Jahr mit einigen besonderen Highlights. Ja, da gehen wir mit dem ersten Highlight gleich mal aufs Wasser. Mhm. Ja, nämlich ihr habt da ein ganz tolles Fahrgastschiff. Ja. Das nennt sich Österreich. Genau. Was hat es damit auf sich? Die Österreich ist ein Schiff, die fährt heute noch auf dem Bodensee, wird von einem Verein betrieben. Und das war für uns ein schöner Anlass, die als Modell zu nehmen, weil es einfach passend zu dem Lindauer Hafen, den wir vor einigen Jahren mal im Programm hatten, ein wunderschönes Schiff ist, was ja, das man sehen wir's auch grad, ja. eben einbauen kann, so wie man es hier sieht. Aber es handelt sich dabei nicht um ein Wasserlinienmodell, also dass man unten alles flach hat, sondern der komplette Rumpf wurde mit ausgebildet und auch die Schiffsschraube ist vorhanden. Und so ist natürlich auch etwas, was der Modellbauer, der vielleicht nicht unbedingt eine Anlage baut, sondern nur einzelne Modelle baut und sich das in die Vitrine stellen möchte, hat damit dann auch die Möglichkeit, das in die Vitrine zu stellen. Ja, du gibst mir gerade schon das Stichwort bauen. Wie geht man denn eigentlich an sowas ran, wenn ich mir vorstelle, das ist ja ein Riesenprojekt im Original. Wie kriege ich das hin, dass das so detailgetreu im Maßstab dann zum Schluss funktioniert, in Spur N? Ja, also wir hatten das Glück, wir haben Daten bekommen. Das ist immer super toll, wenn man mit Partnern oder Leuten zusammenarbeitet, die die Pläne für solche Schiffe oder auch Gebäude hat. Das heißt, wir können dann den Plan nehmen und auf Spur N ummünzen. Klar gibt es da natürlich auch Dinge, die man beachten muss. Zum Beispiel, dass die Geländer noch so sind von der Detaillierung, dass man sie auch kleben kann oder sie überhaupt noch sieht. Ja. Aber klar, je mehr Pläne, Daten und Informationen man zu einem Vorbild hat, desto besser wird in der Regel auch dann das Modell. Jetzt haben wir das Modell gerade eben schön im Bild gesehen, im Video. Für die meisten stellt sich die Frage, wann kann ich das Modell dann kaufen? Ja, da muss man sich noch ein kleines bisschen gedulden, aber im Mai diesen Jahres soll es schon soweit sein. Das heißt, da draußen noch ein kleines bisschen Geduld, aber dann kann es zur Sommersaison quasi losgehen damit. Mhm. Machen wir einen Sprung aufs Land. Wir gehen in Richtung Alpen. Da sehen wir das Alpenhaus Langwies. Ja, das Alpenhaus Langwies ist ein Lasercut-Modell, also anders als ganz viele andere Produkte bei uns im Sortiment in Lasercut gehalten. Wir haben hier gebeiztes Holz und dadurch sieht es halt einfach sehr realistisch aus. Und das hatten wir in der Vergangenheit schon in der Spur Z und jetzt kam es quasi noch ergänzend in Spur N. Und
kommt jetzt Ende Februar dann auch in den Handel. Mhm. Werden sich die H0-Bahner sicherlich fragen, wann kommt es in unsere Spur oder gibt es das schon? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube nein, aber da können wir ja nochmal drüber reden. Das hört sich gut an, da können wir drüber reden. Und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Produkt, und zwar werden wir jetzt sehr klein. Es werden kleine Mülltonnen und Container, ein Mülltonnen-Set wird es bei euch geben. Was kannst du mir dazu sagen? Also, wie schon gesagt, die Spur N steht ja bei uns dieses Jahr besonders im Fokus. Und rechts und links der Gebäude muss ja auch noch was passieren. Das heißt, die Container, die wir in der Vergangenheit schon in H0 hatten, kommen jetzt halt noch in N. Und dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, schöne kleine Geschichten rechts und links der Häuser mit auszugestalten. Und da gehören natürlich Mülltonnen einfach mit dazu. Ja, die blauen Mülltonnen, beziehungsweise sind ja Papiertonnen in dem Moment, brauchen natürlich auch eine gute Füllung. Ja. Und damit man die füllen kann, muss man auch was bestellen. Der Postbote trifft mich zu Hause nicht an und dann geht das Päckchen ab in die Packstation. Genau, ja. Also in H0 haben wir das, die Packstation schon. Und weil die unfassbar gut angenommen wurde von unseren Kunden, vielen Dank an der Stelle, haben wir gesagt, dann muss die natürlich auch in N her, weil auch in N werden Pakete bestellt, die werden zu Hause nicht abgegeben, weil keiner da ist, und dann geht man zur Packstation und da gibt es dann auch Möglichkeiten, das gut darzustellen. Ich selber habe schon ein kleines Diorama gebaut mit einer Packstation. Da steht dann eine Dame davor mit einem großen Berg an Paketen, den sie gar nicht tragen kann. Also da sind die Ausgestaltungsmöglichkeiten dann echt groß. Da sei da ganz modern mit dabei. Gibt es das auch irgendwann vielleicht von Amazon? Ich meine, so der Grundkörper ist ja jetzt da. Ja, schauen wir mal. Also die Möglichkeiten sind da ja recht gut. Und es gibt mittlerweile auch von Baumärkten solche Abholcenter, wenn man am Wochenende vielleicht noch irgendwas braucht, dann legen die das für einen da rein. Also da sind wir mit Ideen schon ganz gut dabei. Am Puls der Zeit sozusagen. Genau. Ja. Gucken wir jetzt mal noch zu den kleinen Teilen, die es gibt. Und zwar habt ihr eine Werkstatteinrichtung für eure Dioramen entwickelt. Auch in H0 gibt es das schon, jetzt gibt es das auch als N. Ja. Genau, das ist Werkstatteinrichtung und passende Paletten noch mit dazu. Wir haben es jetzt hier auf unserem Neuheiten-Diorama natürlich draußen aufgebaut, damit man es schön sehen kann. Aber wenn man Gebäude hat, die große Fenster haben zum Beispiel, kann ich damit einfach Leben in das Gebäude mit einbringen. Weil es ist schade, ich habe ein Gebäude, habe da Fenster drin und innen ist nichts ausgestaltet. Und man selber will vielleicht einfach... Man weiß, da drin muss irgendwas rein und damit hat man jetzt einfach auch die Möglichkeit. Mhm. Und damit man die Paletten bewegen kann, gibt es auch ein Set mit Hubwagen gleich noch. Gleich noch mit dazu, passend, einfach als Ergänzung. Und zum Heizen der Halle wird ganz traditionell Gas genutzt und da gibt es dann kleine Gascontainer. Kleine Gascontainer, genau. Also zwei kleine und zwei große sind in dem Set. Oft im ländlichen Raum gibt es keinen Gasanschluss. Mhm. Das heißt, dann können die Bewohner der N-Anlage auch schön ihre Häuser mitheizen. Ja, nicht nur die Häuser, auch die Fabrikhalle möglicherweise, die wir jetzt als nächstes uns anschauen. Ja. Und zwar die Fabrik, die ganz liebevoll gestaltet ist. Und da schauen wir auch mal gleich drauf. Da sehen wir jetzt ein Bild, beziehungsweise ein Video sogar. Erzähl uns doch dazu was. Ja, also in N haben wir jetzt die Fabrik dieses Jahr, 1894 gegründet, ist patiniert. Und damit haben wir einfach die Möglichkeit, eben diese ganzen Ausgestaltungsdinge, die ins Sortiment kamen, mit einzunehmen und bietet damit halt die Möglichkeit zur Ausgestaltung und passt bei uns auch super mit auf die Anlage mit drauf. Das sieht ja wirklich mega aus. Wenn man dann die ganzen Paletten und die Werkstattutensilien vor der Halle sieht, ich glaube, da sollte mal wieder aufgeräumt werden. Ja. Also gerade bei den Paletten. Genau. Machen wir den Sprung von den großen Häusern hin zur kleinen Dorfbäckerei. Also da, wo ich herkomme, aus Thüringen, ist sie mittlerweile ziemlich weit zurückgedrängt worden. Ja, man geht für Brot und Brötchen mittlerweile in den Supermarkt, aber das gibt es schon noch. Ne? Es gibt schon noch, gerade im südlichen Raum, also bei uns in Süddeutschland gibt es noch viele kleine Bäckereien oder auch in der Schweiz. Und das haben wir als Anlass genommen, ins Hobbysortiment die kleine Bäckerei mit aufzunehmen. Ganz kurz zum Hobbysortiment. Das sind besonders einsteigerfreundliche Modelle. Das heißt, ich kann für einen schmalen Taler, also für ein paar Euro, schon den Einstieg in das Hobby finden und habe da einfach die Möglichkeit,
durch diese kleinen Modelle mit dem Hobby einfach mal auszuprobieren. Und auch wenn ich nicht so ein großes, so viel Platz habe zu Hause, aber ich würde gerne was bauen, habe ich einfach das Hobby-Sortiment. Und das haben wir jetzt dieses Jahr um 6 Modelle erweitert. Mhm. Bei der Bäckerei zum Beispiel sind es unschlagbare 15,99 Euro für so ein schönes Modell. Ja. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Ne? Genau, auch ein schönes Geschenk vielleicht mal, wenn man nicht so richtig weiß, was will ich dem Enkel schenken oder so, dann einfach mal so ein Hobbybausatz. Ich selber habe auch früher viel Hobbybausätze geschenkt bekommen, gerade zu Geburtstag oder zu Weihnachten. Also wenn man noch nicht so richtig weiß, was will ich schenken, dann sind das gute Möglichkeiten. Ja, gehen wir gleich nach nebenan, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Auf dem Diorama neben so einer kleinen Bäckerei steht ein kleines Chalet. Das hört sich ja total hervorragend an. Also kleines Chalet Epoche 3, auch für 15,99. Genau, einfach, damit die Bäckerei da nicht so alleine steht, in einem sehr ähnlichen Baustil gehalten. Oben noch eine Holzvertäfelung mit dran. Und dass das eine Gebäude nicht so allein steht, kam noch ein zweites dazu. Mhm. Wir haben jetzt nordisch. Wir gehen also richtig weit hoch zu den Häusern, wo die Reetdächer so schön zu sehen sind. Ich finde das ja immer faszinierend, also dass das dicht ist. Ja. So dick belegt und dann auch noch dicht. Wir haben ein kleines norddeutsches Reethaus. Ja. Auch im Hobbysortiment. Wir haben ja letztes Jahr unsere Hallig hier auf der Spielwarenmesse vorgestellt. Und auch da stehen, also ich war letztes Jahr zum Beispiel im Urlaub da ganz in der Nähe, stehen solche Häuser, die sind klein und schnuckelig. Mhm. Und das ist einfach auch nochmal eine gute Ergänzung, wenn man so einen großen Hof hat, dann steht vielleicht nebendran, es kann ja auch mal ein Lagerschuppen sein, den man vielleicht umfunktioniert hat oder so. Ja. So ein kleines, schönes Reetdach. Gedecktes Häuschen und das ergänzt sich dann einfach mit den anderen Produkten. Mhm. Aber du hast mir vorhin im Gespräch schon verraten, das muss nicht unbedingt in Deutschland sein, das kann auch ganz woanders stehen. Genau, also wir sind ja, wenn wir in Norddeutschland unterwegs sind, dann auch nicht so weit weg von England, also zumindest aus unserer süddeutschen Perspektive gedacht, wenn man in den Norden guckt. Also in Südengland zum Beispiel könnte ich mir so ein Gebäude auch gut vorstellen, da gibt es auch redgedeckte Häuser und auch so schön mit Fachwerk. Mhm. Also das wäre vielleicht eher Englisch baut, hat damit auch dann die Möglichkeit, das bei sich auf der Anlage einzusetzen. Ja, kommen wir wieder zurück nach Deutschland, weil so schöne Tunnelportale, wie es in Deutschland gibt, finde ich, gibt es in England nicht. Nicht. Und da sind wir auch schon beim nächsten Produkt, und zwar die zwei Tunnelportale eingleisig. Die habt ihr neu im Programm. Mhm. Was ist das eigentlich für ein Material? Also das sind auch Kunststoff-Spritzguss Portale. Die haben den Vorteil im Vergleich zu anderen Materialien, wir sind sehr stabil und ich kann Kunststoffspritzguss wie gewohnt altern. Also habe die Möglichkeit mit Acrylfarbe zum Beispiel da nochmal drüber zu gehen, Trockenbürsten, sagt dem einen oder anderen was. Und ich bin halt extrem gut preislich unterwegs. Also für die zwei Tunnelportale haben wir 7,99 Euro und ich denke, das ist sicher für den Einstieg gerade, wenn man vielleicht eine Fertiganlage hat und die Tunneleinfahrt schön verkleiden will, eine ganz gute Sache. Und wem einspurig zu eng ist, der bekommt es auch bei euch in zweispurig. Genau, da einzeln, aber da ist noch viel Zubehör mit dabei, mit einzelnen Wänden und auch die Seitenwangen sind hier, wie auf dem Bild zu sehen, mit abgebildet. Das heißt, ich kann damit die Hangstabilisierung noch realisieren und wenn dann so eine schöne Dampflok rauskommt, sieht es wunderbar aus. Gehen wir zurück aufs Wasser. Mhm. Ja, wir haben eine Antje. Ja. Ja, das ist jetzt keine Freistilschwimmerin, sondern bei euch hat Antje ein paar größere Ausmaße. Ja, Antje ist unser Flussschiffchen. Die werden ja bekanntlich immer oft nach Menschen benannt oder auch nach besonderen Ereignissen, je nachdem. Und unser Schiff mit den 6 Containern drauf heißt Antje und ist hier auf unserer Neuheitenanlage auf einem kleinen Fluss. Und in dem Fall haben wir jetzt ein Wasserlinienmodell. Das heißt, ich kann das einfach so nehmen und auf eine bestehende Wasserfläche integrieren. Muss dann vielleicht drumherum noch ein bisschen die Fläche modellieren, damit das Wasser auch schön hinten sprudelt, was von der Schiffsschraube angetrieben wird, dass da die Bewegung ins Wasser kommt. Aber damit habe ich halt auch die Möglichkeit, schön das Wasser zu Hause mit ausgestalten und mit Leben zu füllen. Mhm. Und wenn wir mal so eine Parallele ziehen dürfen, die hinkt ein wenig. Antje ist ungefähr so groß wie Österreich, also wie euer Dampfer oder wie euer Schiff. Genau, also das einfach mal so für die Größenverhältnisse, also wir haben das Schiff Österreich eben in Spur N, die Österreich, ähnliche Größe wie jetzt hier der Flussfrachter mit knapp 36 Zentimeter, also schon
stattliches Modell und ganz interessant halt da mal so die Größenvergleiche so zu sehen. Eine Spur N, das andere Spur H0, aber wir versuchen halt da immer den schmalen Grat zu finden, dass es noch auf jeder oder so gut wie jede Anlage passt. Das ist ja immer so die Herausforderung. Der Platz ist ja nicht unendlich. Und wenn man sich für N entscheidet, hat das ja schon seinen Grund. Ja, na? Genau. Gucken wir weiter im Bereich H0. Und zwar haben wir hier ein weiteres Haus aus der Weberhaus-Serie, nämlich eine Villa. Ja, also wir haben letztes Jahr zum ersten Mal ein Weberhaus vorgestellt und da geht es jetzt weiter. Wir haben jetzt hier ein Haus mit Flachdach. Das ist angelehnt an die Citylife-Reihe. Und wie man hier ganz schön sieht im Video oben, da sind die Photovoltaik mit auf dem Dach aufgebracht. Also auch ganz modern? Ganz modern. Und so kann ich dann mir meinen Strom selber auf der Anlage produzieren, sind leider nur aufgeklebt, aber einfach die Möglichkeit. Jetzt sehe ich da schon ein Auto drin stehen. Gibt es denn dafür gleich noch eine Wallbox oder eine Ladesäule für zu Hause? Also, wir haben tatsächlich eine Ladesäule, eine öffentliche Ladesäule im Programm. Ja. Ist vielleicht ein bisschen groß für die Einfahrt, aber die kann man ja in die Straße davor machen. Wenn dann das Elektroauto in der Einfahrt steht, kann es direkt einmal in der Straße nebendran aufladen. Perfekt, da haben wir das Thema letztendlich auch zusammen. Und eingrenzen tun wir das ganze Areal am besten mit einem kleinen Zaun oder aber auch mit einem neuen Produkt, und zwar mit dem Mauerzaun. Ja, der Mauerzaun passt farblich halt sehr gut. Wir haben es jetzt hier auf dem Neuheiten-Diorama bei dem Musikpavillon mit drauf, aber sowohl von der Bauart als auch von der Farbigkeit passt halt sehr gut zu den Weberhäusern. Jetzt waren wir gerade sehr modern mit den Weberhäusern, gehen wieder ein ganzes Stück zurück zur Tradition in den Norden wieder von Deutschland und sehen dort ein Altländerhaus. Ja. Das alte Land südlich von Hamburg sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der war da vielleicht schon mal im Urlaub. Da stehen genau solche Häuser. Also das sieht ja fantastisch aus, ne? Mit dem weißen Gebälk. Ja, genau. Und auch wieder ein redgedecktes Haus. Einfach eine schöne Ergänzung, wenn man jetzt eher norddeutsch baut. Hat auch stattliche Maße, also schon ordentlich groß mit 152 auf 124 mm und lädt auch ein, da das ländliche Leben darzustellen mit Bauern und mit Traktoren. Also das brauchst du schon ein bisschen Platz auf deiner Anlage, weil ja letztendlich auch eben so das Drumrum. Genau, das Drumrum brauchst, spielt, ne? Also so ein Haus allein bringt's ja nicht. Spielt ja auch immer mit. Also nur ein Häuschen darzustellen ist ja nicht so spannend, und wenn dann halt dann noch die passenden Figuren und Fahrzeuge und so dazukommen, dann kommt richtig Leben auf die Anlage. Ja. Setzen wir uns jetzt mal gedanklich ins Flugzeug und reisen in die Schweiz, denn da kommt unser nächstes Modell her, ein Engadiner Traditionshaus. Ja. Was hat es damit auf sich? Also im Engadin sind die Häuser sehr aufwendig bemalt, wie man jetzt hier auch sieht. Das ist eine besondere Technik, also das ist nicht einfach nur Bemalung, sondern... Ja, wie kriegt er das auf, diese Modelle eigentlich drauf? Wir machen das im Digitaldruck. Das heißt, das ist auch Kunststoffspritzguss, und die kommen dann auf einen speziellen Drucker, und dann werden die Fassaden so auf das Modell aufgedruckt. Das heißt, ich muss nichts zu Hause mit Klebefolie auf das Gebäude anbringen, dass was krumm und schief wird, sondern es wird bedruckt und kommt so zu Hause beim Kunden an. Und dadurch kriegt man halt ein perfektes Ergebnis. Könnte aber, wenn ich das wollte, auch noch ein bisschen altern, dass man... Geht genauso, ja. Klar wäre es dann schade, wenn man zu viel altert um die schöne Fassade. Aber altern lässt sich genauso wie die anderen Bausätze auch. Ja. Jetzt sehen wir als nächstes eine große Baukunst, und zwar eine alte Abtei mit Kreuzgang. Also das ist auch ein Modell, da braucht man schon Platz. Wir haben sie hier mit auf der Anlage vor uns stehen. Das ist schon beachtlich. Ja. Und also zum einen die beachtliche Größe, aber auch, finde ich, die beachtliche Bauart. Also ich finde es schön mit diesem Kreuzgang und auch dem abgebildeten Gebälk, eine kleine Kapelle mit dabei. Und dem einen oder anderen Kunden sollte das Gebäude in ähnlicher Form bekannt sein. Das kam bei uns zum Jubiläum in einer anderen Bauweise. Das ist Kloster Bebenhausen, ist das, aus Bebenhausen. Ja. Und das war ein limitiertes Modell, und das haben wir jetzt abgewandelt in ein bisschen kleinerer Bauart, aber immer noch ganz schön stattlich. Und ist einfach nochmal eine Ergänzung in dem klösterlichen Bereich. Gibt es aber so auch als echtes Vorbild? Das Kloster Bebenhausen hat ein Vorbild, genau. Da waren Leute bei uns aus der Entwicklung vor Ort, haben sich das angeguckt, wie das gebaut wurde. Es war ein relativ langer Prozess auch. Das war zum 70-jährigen Jubiläum, kam das als limitiertes Modell. Ja. Und so ein Projekt läuft über mehrere Jahre. Also
man guckt sich das an, dann gibt es bei uns im Haus Neuheitengremium, das sich dann die verschiedenen, also wir gucken uns ja nicht nur ein Gebäude an, wir gucken uns ganz verschiedene Gebäude an und versuchen dann abzuwägen, was passt für den Kunden gut, was hat eine schöne Bauart und was lässt sich technisch auch umsetzen, weil ich kann zwar ein schönes Gebäude haben, Stichwort zum Beispiel Allianz Arena, kommt immer wieder der Vorschlag. Ja. Nur eine Allianz Arena einigermaßen maßstäblich umzusetzen, braucht so eine unfassbar große Fläche, dass es niemand mehr zu Hause abbilden kann. Mhm. Das heißt, wir müssen gucken, was ist technisch möglich und was sieht auch interessant aus. Und so kam es dann eben zu dem Modell. Das heißt, was wir letztendlich jedes Jahr neu vorstellen können, ist eigentlich nur so die Spitze dessen, was ihr in den Jahren zuvor in Kleinstarbeit zusammengetragen habt und umgesetzt habt. Also wir haben einen Ideenpool, der wird von Mitarbeitern intern gefüllt, aber auch von den Zuschauern und Modellbauern draußen. Die wird immer länger, die Liste. Wir kriegen täglich viele Vorschläge, die werden alle eingepflegt und kommen dann eben in unser Neuheitengremium. Da wird dann drüber diskutiert und sich quasi für einen ganz kleinen Teil dann am Schluss entschieden. Mhm. Damit haben wir auch mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen, wie es denn eigentlich von der Idee bis hin zu einem fertigen Modell kommt. Und da sind wir auch wieder in der Neuzeit angekommen mit einem Bürogebäude. Ja. Wäre das was, wo ihr auch drin arbeiten würdet oder lieber doch in dem, wo ihr jetzt sitzt? Also ich bin mit meinem Büro sehr zufrieden, aber so ein schönes Bürogebäude mit einer Glasfront hat natürlich auch was, wenn man eine schöne Aussicht nach draußen hat. So wie hier die kleinen Bewohner unserer Neuheitenanlage können hier schön auf den Fluss und auf die Abtei mit Kreuzgang gucken. Und das Modell innen ist mit Innenausstattung, also wir haben da Parkettböden drin und kleine Schreibtische und Stühle sind mit dabei. Und edel. Eben durch die großen Fenster habe ich hier auch die Möglichkeit, innen auszugestalten und sehe dann auch meine Ausgestaltung innen drin. Mhm. Gibt es da auch Beleuchtung für das Modell? Da kann man auch Beleuchtung mit reinmachen, ja. Und hier noch der kleine Hinweis, das ist in unserem Systembau gehalten. Also wir haben schon verschiedene Modelle, die in diesem, also mit dem Material gebaut wurde. Ich kann es dann ganz gut zum Beispiel zu unserem Versicherungsgebäude, das ist der gleichen Bauweise gebaut, dann einfach nochmal ergänzen oder dazustellen, weil es einfach thematisch gut passt. Mhm. Und wenn man viel gearbeitet hat, geht man dann einfach nur über die Straße, weil da könnte durchaus unser nächstes Modell stehen, und zwar ein Rockcafé. Ja, ein Rockcafé, auch sehr schönes Gebäude mit großen Glasfassaden und innen ausgestaltet. Ja, einfach nochmal eine Ergänzung, hat nicht so eine riesengroße Baufläche, aber bietet halt viele Möglichkeiten, das Szenen auszugestalten. Und man sieht auch hier gerade, man kann sich schön da vorne hinsetzen, ja, kann genau, ein Käffchen trinken und abends wird dann auch gerockt. Ja, sehr schön. Und ein paar schöne alte Fahrzeuge stehen auch davor. Man darf aber durchaus bestimmt auch mit dem Modell Tesla oder mit einem anderen Stromer da verhalten. Fast alles in der heutigen Zeit. Ja, genau. Genau. Und mit dem Auto könnte man dann auch weiterfahren zum nächsten Modell. Und zwar haben wir das jetzt gerade mal, wenn wir hier auf die große Kamera schalten, auf die Totale, direkt vor uns stehen. Das ist ja auch ein sehr eindrucksvolles Modell, und zwar ist es die Brauerei Veltins. Wie kommt es dazu? Ja, Brauereien sind bei unseren Kunden insgesamt sehr beliebt als Modell, weil ich viele Möglichkeiten habe, das Modell einzubauen. Also hier auf unserer Neuheitenanlage mit K-System digital. Das heißt, wir haben hier eine Durchfahrt, wo dann auch ein LKW drumherum fährt, der dann beladen wird und entladen wird. Den habe ich vorhin schon mal gesehen, wie der dann da unten hier reinfährt und dann die Bremslichter angehen. Sah ganz fantastisch aus, Und da ist eben so, ich kann auch schön mit dem Zug hin. Also wenn ich eine Schiene hinlegen möchte, habe ich halt auch die Möglichkeit, weil ja oft da beladen und entladen wird und kann da schöne Szenen gestalten. Mhm. Und wir hatten in der Vergangenheit Brauereien, die aber eher so in Epoche, ja, eigentlich schon ab 1, 2, 3, also sehr alte Gebäude. Mhm. Und jetzt haben wir halt gesagt, jetzt wäre es auch mal schön, was Neues zu bringen in dem Bereich. Und so kam dann hier die Brauerei Veltins zustande. In Epoche 5. In Epoche 5, 6, genau. Schön modern. Ja. Ganz im Gegenteil zu modern ist dann eigentlich so dieses kleine Gimmick, was mir aufgefallen ist. Nämlich, ich habe einen Veltins-Transporter gesehen, einen VW LT. Das ist, der passt doch eigentlich überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit. Heutzutage fährt man doch mit Sprinter, mit Iveco rum, mit allen möglichen, aber nicht mit einem VW LT. Wie kommt es dazu? Genau deswegen, dir fällt es auf, und so ist halt auch hier. Also wenn ich da jetzt einfach nur ein sehr modernes Fahrzeug vorstellen würde, würde es nicht auffallen. Aber oft ist ja so, dass zum Beispiel auf Messen die älteren Fahrzeuge sehr beliebt sind. Das heißt, hier einfach das Kontrastprogramm sozusagen. Ich habe modernes Gebäude, altes Fahrzeug,
Aber das muss ja kein Widerspruch sein, weil oft dann die alten Fahrzeuge noch gepflegt werden, ja, sind bei denen im Fahrzeugpool und fährt dann so zu einer oder anderen Messe oder Veranstaltung. Klasse Modell. Gibt es das eigentlich schon? Kann man das schon kaufen? Kann man noch nicht kaufen, aber kommt im Laufe des Jahres. Sehr schön. Jetzt habt ihr gleich den Schritt noch weiter gemacht. Ihr seid nicht nur bei der Brauerei geblieben, sondern ihr habt euch gleich noch gesagt, es wird ja auch irgendwo ausgeschenkt. Jemand muss das ja, genau, trinken. Ja. Ja. Und das bei bestem Wetter, vielleicht noch gegenüber der Abtei, ja, gibt es jetzt einen Landgasthof Veltins. Mhm. Genau, also eben in passender Bedruckung zur Brauerei, dass man das Bier direkt ausschenken kann. Wir haben hier ein Gebäude mit Walmdach, also eher ein älteres Gebäude, das aber renoviert wurde und vorne dran noch diese Terrasse mit dabei hat. Das heißt, auch für Regentage kann man draußen sitzen und ist überdacht. Und wenn es einem nicht reicht an Ausgestaltungsmöglichkeiten. Sogar mit Hund sehe ich gerade, genau, hier, kann man noch vorbeigehen, ja. Haben wir die Schirme und Stühle und Tische nochmal zusätzlich als Ergänzungsset und so kann man dann auch einen sehr großen Biergarten bauen, wenn man möchte. Genau, du sagst es gerade, wem das Set jetzt nicht reicht, das besteht ja aus dem Haus und einem kleinen Starter-Set aus Tisch und Klappstühle. Genau. Klappstühle, kann man die denn eigentlich klappen oder ist das, das ist zu viel des Guten, das oder? Das ist zu viel des Guten. Ich glaube, es reicht schon, wenn man die zusammenkleben muss, da muss man die nicht noch klappbar machen. Ja. Ja, aber klappen kann man das nächste Modell, nämlich die Brücke. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Weil da gibt es ja auch eine ganz besondere Sache bei der Brücke. Die kann man ja wohl nicht nur als einfache, genau, Brücke einsetzen. Ja, also wir haben ja jetzt gerade über K-System gesprochen. Das heißt, die Klappbrücke ist K-System tauglich. Aber dieses innen eingelegte Kunststoffteil kann man umdrehen und dann auch Gleise drüber legen. Das heißt, wir kommen jetzt auch thematisch für die Modelleisenbahner da draußen, ja, endlich mal auch zur Eisenbahn und eben das ist so eins der Modelle. Im Neuheitenprospekt haben wir es auch mit Lok drauf dargestellt. Ja. Das heißt, ich lege da Gleise rein, fixiere die und kann dann hier haben wir mal einen Blick hoch und oben drauf. Genau. Ja. Da ist natürlich auch gleich wieder die Frage da. Ich habe dich vorhin schon mal bei dem Schiff gefragt und bei anderen Modellen. Ein Vorbild, gibt es da was oder habt ihr euch das frei ausgedacht? Jein, also es gibt immer Vorbilder und hier haben wir uns dran orientiert und quasi eine Mischung gemacht, so ein stilisiertes Modell. Also es ist jetzt kein 100% Vorbild, aber ja, einfach... Also die Idee habt ihr euch geholt. Die Idee haben wir uns geholt. Ja. Das Urmodell davon gibt es auch schon länger. Also es gab es vor einigen Jahren schon mal bei uns im Sortiment. Mhm. Wir haben aber jetzt die komplette Antriebstechnik überarbeitet und deswegen kommt es halt als Neuheit mit einem Getriebemotor und einer Steuerung, die das halt sehr schön langsam anfahren lässt und dann am Schluss wieder langsam abbremst, dass es nicht so anschlägt, sondern halt ganz gemächlich wie in echt dann startet. Eine tolle Sache, gefällt mir richtig gut. Kommen wir zum nächsten. Das strahlt eine Wärme aus, so von der Farbe her schon. Ist ein Bahnhof und zwar Kupferzell. Genau, ja. Es geht weiter mit unseren württembergischen Einheitsbahnhöfen, eben mit Kupferzell. Wir haben in der Vergangenheit Gomadingen zum Beispiel gebracht oder letztes Jahr habe ich mit Frank noch Wortwitze gemacht mit Kleu-Engstinge, also Klein-Engstingen. Ja, ich kann mich dran erinnern, ja. Und da geht es jetzt auch weiter, also die württembergischen Einheitsbahnhöfe. Und hier haben wir eben einen, der ist holzvertäfelt quasi. Also im oberen Teil, genau. Genau, und unten haben wir noch Schindeln. Ja. Und das ist einfach eine andere Bauart wie die anderen. Manche sind davon gemauert und hier haben wir eben einen mit verkleidetem Holz. Ganz große Klasse. Und wer es etwas robuster oder etwas mehr natürlicher mag noch, da geht von der Holzvariante weg zum Bahnhof St. Georg. Ja. Weil der hat ja nun eine ganz andere Optik. Ja, da haben wir so behauenen Stein und das ist eher sehr alpin gehalten, der Bahnhof. Also wir sind quasi weg von der, sagen wir, Schwäbische Alb oder im Schwäbischen eher wieder Richtung Schweiz. Mhm. Passend zu unseren Schweizer Modellen, die dieses Jahr kamen, eben auch noch ein Bahnhof. Und der ist auch preislich sehr interessant. Ja. Und mit der Bahn fährt man dann natürlich in den nächsten Ort zur Kirmes und hat dort richtig Spaß, kann auch mal ein Gläschen trinken und braucht nicht Angst haben, dass einem dann irgendwo mal die Polizei vielleicht auf die Finger klopft. Und da habt ihr letztendlich euer Kirmesgeschäft, sage ich jetzt mal, ausgearbeitet, weiter aufgebaut. Und zwar gibt es zum Riesenrad jetzt die Ergänzung No Limit. Ja. Das sieht ja auch also völlig spektakulär aus. Für mich ist es heutzutage nichts mehr, da drauf zu gehen. Früher war ich da noch ein bisschen anders. Meine Kinder gehen da auch noch drauf, aber erzähl mir dazu was. Also das No Limit haben wir letztes Jahr schon vorgestellt. Wir haben jetzt hier auch auf der Messe nochmal den Prototypen. Mhm. Aber wir haben an der Technik nochmal weiter gefeilt. Also das Modell kommt Ende bzw. Herbst diesen Jahres.
Und wir haben jetzt hier nicht nur die Bewegung der Gondel, sondern wir haben in der Konstruktion auch noch die Plattform unten, damit man einsteigen kann, auch noch motorisiert. Das heißt, bevor die Gondel loslegt, fährt die Plattform runter, die Geländer klappen nach außen weg, damit die Gondel frei schwingen kann und dann geht das Schwingen der Gondel los. Da sind wir ein jetzt Wahnsinn. Ja. Ich bin es noch nie gefahren, aber ja, ich glaube, das muss ich jetzt unbedingt mal machen, wenn ich mal wieder auf der Kirmes bin, damit ich auch weiß, was wir hier als Modell haben. Kannst du mir gerne erzählen, wie es war. Ich lausche dir dann gerne. Ja. Genau. Bilder dazu gucken wir uns dann noch an. Haben wir beziehungsweise gerade draufgelegt und gesehen, hier auf der Messe das Modell, wie sich es toll bewegen kann. Damit auf der Kirmes richtig was los ist, eigentlich passt die ja schön hier neben unsere Brauerei, würde ich fast sagen. Wenn das Diorama noch ein bisschen größer wäre, ja, was vor uns steht, dann könnte die Kirmes glatt dort stehen. Perfekt, ja. Und dann kann auch gleich der LKW mit den Bierfässern und den Kisten, den ich jetzt hier nicht da sehe. Hinten kommt da er hinten, gleich wieder. Ja. Da fährt er gerade. Aber der könnte dann glatt zur Kirmes fahren. Ja. Und das ist ja auch eins eurer neuen Modelle. Genau. K-System Digitalfahrzeug in Veltins Optik, eben passend zur Brauerei. Haben wir sowohl einmal als K-System Digitalfahrzeug als auch als normales K-System Fahrzeug. Und das ist einfach was, dass man dieses Thema Felddienst noch weiter spinnen kann, damit es halt ein ganzes rundes Paket wird. Ich habe den Gasthof, eine Brauerei, einen LKW dazu, Ausgestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben hier ein extrem rundes Modell und ich kann so wie hier im Prinzip eine komplette Anlage nur mit diesem Thema füllen. Ja, das heißt letztendlich, das Car-System von Faller hat also bei weitem keinen Abstellgleisstatus, sondern da geht es weiter. Ja, definitiv. Also bei uns beim Car-System geht es weiter. Wir sind auch hier im Gespräch mit unseren Kunden, die uns ganz viele neue Vorschläge bringen. Wir hatten in der Vergangenheit, wie viele andere auch, gewisse Lieferengpässe. Die sind jetzt aber behoben und da sind wir mit unseren Partnern sehr guter Dinge, dass es da wieder weitergeht und dann auch viele neue Modelle kommen für die Leute, die wirklich K-System Digital lieben. Ich weiß, es war jetzt die letzten Jahre nicht ganz, nicht ganz so schön für die, das Thema zu Hause betreiben, weil einfach nicht so viel kam. Aber da kann ich versprechen, es geht weiter. Wir haben ja schon mal gesehen, die Planung dauert ja auch eine Weile, bis da was da ist. Richtig. Also bis man was sieht, was ihr da entwickelt habt, das ist ja nicht alles von heute auf morgen. Das braucht ein bisschen Zeit. Und man will ja auch nicht Sachen ankündigen, die nicht kommen so schnell. Genau. Ne? Ja. Und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, es wissen wahrscheinlich schon viele, aber auch nicht alle, die Modelle werden bei uns in Gütenbach in Schwarzwald von Hand montiert. Das darf man auch nicht vergessen. Also da ist sehr viel Handarbeit noch mit made dabei. Made in Germany, made in Gütenbach. Made im Schwarzwald. Made im Schwarzwald, genau. Also das, da gehört halt nicht nur das Modell dazu, sondern sehr viele Arbeitsprozesse auch, weil die Montage natürlich für uns auch reibungslos ablaufen soll, dass gleichbleibende Qualität rauskommt und keine Schwankungen in der Qualität sind. Das heißt, auch die ganzen Arbeitsvorbereitungsprozesse, die davor sind, dauern einfach seine Zeit, damit wir ein perfektes Modell auf den Markt bringen am Schluss. So wie wir es von Faller gewohnt sind. Und wir werden langsam dem Ende entgegenkommen, liebe Zuschauer. Und zwar werden wir jetzt wieder ganz klein, aber uns geht noch mal ein Licht auf. Genau, ja. Also das sind meine persönlichen Highlights dieses Jahr, so was Ausgestaltungsthematik angeht aus dem Anlagenbau. Wir haben verschiedene Wegleuchten. Mhm. Wir haben vorhin ja das Weberhaus gesehen, da waren die auch mit aufgebaut. Mhm. Genau. Moderne Lampen, die neben dem Gebäude stehen können, so typische Wegleuchten, die man eben hat. Und da gibt es zum einen die in Anthrazit und auch die andere, die sehr sehen viele wir jetzt auch, hier gerade. Genau, ja, die sehr viele auch im Garten haben. Das ist so eine silberne Runde. Ja, die sehen wir jetzt gleich als nächstes, da ist es schon. Na? Und die gibt es im Dreier-Set und ich finde gerade die besonders toll an so einer Terrasse oder auch da so ein kleiner Steingarten. Das passt einfach als kleines Gimmick, um Lichtpunkte auf die Anlage zu setzen, wunderbar. Genau, kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann letztendlich seine Einfahrt damit beleuchtet. Genau. Also das sieht toll aus, aber man muss nicht nur die Einfahrt damit beleuchten. Hier haben wir zum Beispiel ein letztes Modell, was wir uns angucken und das steht im öffentlichen Park zum Beispiel. Das steht zum Beispiel im öffentlichen Park, kann aber auch genauso im Garten stehen. Das ist so eine Epochengeschichte, also das andere war ja eher eine moderne Epoche, so eher 5-6, passend zum Weberhaus. Und die andere Lampe, die war halt eher so für den Park gedacht oder auch, sag mal, ab Epoche 3 lässt die sich auch gut einsetzen, dass man einfach Wegleuchten in verschiedenen Epochen auch hat. Also auch wieder für jeden was dabei. Ja. Jedem geht ein Licht auf. Ein Licht, genau. Mir, liebe Zuschauer, ist auch ein Licht aufgegangen mit den Neuheiten, die es hier heute bei Faller in Nürnberg auf der Spielwarenmesse zu sehen gab.
Ich bin absolut begeistert. Lieber Andreas, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Einblick zu nehmen in das ganze Neue, was letztendlich über das Jahr verteilt auf die Modellbahnfreunde wartet. Und ich würde mich an dieser Stelle verabschieden wollen. Vielen Dank fürs Einschalten. Allerdings möchte ich vorher noch ganz liebe Grüße nach Berlin geben zum Frank Buttig, denn der soll bald wieder an dieser Stelle stehen. Ich mache es zwar gerne, es hat mir auch Spaß gemacht, vor allem mit so einem netten Partner. Das freut mich, ja. Na? Gerne gesehener Gast. Genau. Wir können es ja vielleicht auch mal in der Dreierrunde machen, vielleicht wäre das auch nochmal was. Wäre auch nochmal was, dann haben wir ja was Neues. Ne? Ja. Gucken wir mal, was wir machen können. Können wir als Idee mitnehmen, so wie ihr Ideen auch hier auf der Messe sammelt, die dann vielleicht irgendwann mal hier auf dem Diorama zu sehen sind. Genau. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ja, und dann auch wieder mit Frank. Mit Frank, vielleicht dann in einer Dreierkonstellation. Wer weiß. Ja, so machen wir Dankeschön, das. Dankeschön, Andreas. Auch ja, von meiner Seite noch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns immer über fleißige Kommentare unter den Videos. Lesen die auch alle, auch wenn wir nicht immer alles beantworten, beziehungsweise ihr die nicht alle beantwortet. Ihr beantwortet sicher alle. Wir tun unser Bestes. Genau, aber einfach da gern die Ideen drunter schreiben, auch wenn es nicht bei uns auf dem Kanal auf YouTube läuft. Wir geben das an euch weiter dann. Ihr gebt es weiter, beziehungsweise ich bin da auch ein fleißiger Leser und guck, was da so für Themenvorschläge, Kritik, Änderungswünsche und so weiter kommt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, auch von meiner Seite. Dann bedanken wir uns und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder, spätestens, wenn es wieder um Neuheiten von Faller geht, hier von der Messe Nürnberg. Machen Sie es gut.